Jo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Oshinoko-Video. Das Ganze hat ein bisschen auf sich warten lassen. Ich bin aber wieder Manga aktuell. Ich habe vor einigen Tagen die letzten 15 bis 20 Kapitel aufgeholt. Ich habe ein bisschen das Ganze schleifen lassen. Jetzt bin ich wieder aktuell und wir werden heute natürlich wieder über einen Peak-Manga sprechen. Oshinoko ist nämlich, wie zu erwarten, ein sehr, sehr krasser Manga. 10 von 10 Material bis zum geht nicht mehr. Das mag man nicht glauben, ist aber tatsächlich der Fall. Die Charaktere sind geisteskrank gut geschrieben, ist mir gerade auch beim Lesen der letzten Kapitel wieder sehr ins Auge gestochen, also sehr aufgefallen. Wir sprechen über die aktuellen Geschehnisse, sag ich mal. Ich werde das ein bisschen grob zusammenfassen, um was es hier geht. Und meine Eindrücke dazu einfach da lassen. Der ein oder andere hat schon lange auf dieses Video gewartet. Mein Update hierzu habt ihr also wieder. Das nächste Update-Video wird wahrscheinlich wieder ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich denke, dass ich ein paar Chapter immer warte, bis ich was dazu sage. Außer es passiert natürlich etwas komplett Überkrasses, aber das ist ja eher die Ausnahme, wobei ich das nicht runterreden will. Oshinoko ist trotzdem jedes Chapter absolut lit. An der Stelle, lasst mir gerne Support da, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wäre sehr nice, wenn ihr Manga-Leser bei Oshinoko seid, dann schreibt mir gerne eure Eindrücke zum Manga. Ich will das Ganze natürlich auch ein bisschen pushen, ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Oshinoko hat natürlich über das letzte Jahr viel Aufmerksamkeit bekommen. Zu Recht, der Anime war eine perfekte Adaption. Der Manga ist auch mega nice und wenn die zweite Season dieses Jahr kommt, wird es wahrscheinlich genauso weitergehen. Denn ich freue mich sehr auf den bevorstehenden Arc, denn der ist 10 von 10. Also, ich weiß nicht ganz genau, ob das Ganze hier noch ultra lange gehen wird. Ich denke zwar schon, aber es fühlt sich schon ein bisschen so an, als würden wir Richtung Endstation gehen hier. Denn in diesem jetzigen Arc, nenne ich es mal, geht es darum, einen Film über Ei zu drehen. Also die Leute, die Manga aktuell sind, die wissen ja jetzt schon seit längerem, dass das Geheimnis von Aqua und Ruby aufgelöst wurde, dass die beiden die Kinder von Ei sind. Das wurde ja am Anfang nie erzählt, um Ei zu schützen und so weiter und so fort. Das wurde jetzt revealed, sozusagen. Und jetzt möchte die gesamte Gruppe einen Film erstellen über Ei, um zu zeigen, was damals alles passiert ist. Das heißt, die einzelnen Charaktere spielen die einzelnen Charaktere von früher. Und dieser Film dient auch quasi als finales Racheprojekt gegenüber dem Vater von Aqua und Ruby. In meinem letzten Update-Video haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Hikaru Kamiki, also der Vater von Aqua und Ruby, der schon bekannt wurde über die letzteren Chapter und dem möchte Aqua jetzt eins auswischen, beziehungsweise den möchte er sehr blöd darstellen. Der Typ ist nicht zu unterschätzen, der Typ hat einiges an Manipulation drauf. Da kann man mal sehen, woher Aqua das alles hat. Und wir werden im Laufe dieser Chapter, die ich jetzt hier bespreche, auf jeden Fall auch sehen, dass der schon bestens im Bilde ist, was hier eigentlich gerade passiert. Also, ich habe hier ein paar Chapter offen, wo ich ein bisschen Revue passieren lasse, was hier los ist. Die besprechen halt das ganze Filmzeug und hier werden die einzelnen Charaktere eben in die Rollen der damaligen Charaktere gestellt. Ruby verkörpert dann die damalige Ei, also ihre Mutter. Kana beispielsweise spielt die damalige Nino, die ein Teil von Bikumashi war, also dieser Idol Group und dementsprechend haben wir die unterschiedlichen Rollen. Was sehr interessant ist, ist, dass Aqua seinen Vater spielt und das finde ich sehr, sehr nice. Von Aqua sehen wir in den letzten Kapiteln generell nicht so viel, was ich interessant finde, weil das Finale, worauf es hinauslaufen wird, dann dementsprechend nur noch umso interessanter werden könnte. Also mal abwarten, was das Thema betrifft. Kommen wir kurz auf einen Charakter zu sprechen, der mitunter der mysteriöseste überhaupt ist, nämlich das Crow Girl. Dieses Mädchen ist eine Art Gottheit, keine Ahnung, ist nicht so richtig beantwortet worden und die scheint dafür verantwortlich zu sein, die Seelen quasi von dem einen Körper in den anderen Körper zu stecken. Also sie ist möglicherweise, das ist nur Spekulation, 100% bestätigt ist das nicht, sie ist möglicherweise der Grund dafür, dass Aqua und Ruby reinkarnieren konnten. Sie sagt aber auch selber in den Kapiteln, dass sie selbst reinkarniert wurde,
aber mit dieser Fähigkeit jetzt geboren wurde. So ganz schlüssig ist das bisher noch nicht. Da macht man auf jeden Fall ein großes Geheimnis drum. Was ich aber auf jeden Fall hervorbringen wollte, ist, dass Aqua es schafft, einen Gott zu manipulieren. Das ist wirklich absolut geisteskrank. Das musst du dir mal vorstellen. Die sagt sogar zu ihm hier, ey, pass auf, wie du mit mir redest. Ich könnte mit den Fingern schnipsen und deine Seele wäre quasi Game Over. Und der provoziert sie so ein bisschen mit dem Punkt, ey, wir brauchen noch eine Kinderschauspielerin für dieses finale Filmprojekt. Willst du nicht mitmachen? Kannst du das überhaupt? Bist du dazu in der Lage, weil du ja eine Göttin bist, so mäßig? Und damit provoziert er sie so ein bisschen und die kommt da gar nicht drauf klar. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig. Ja, und dreimal dürft ihr raten, am Ende ist sie natürlich mit von der Partie und Aqua nimmt sie mit, ne? Also Aqua bringt sie mit rein und sie macht dann ebenfalls mit. Das heißt, sie wird mehr ins Licht gestellt. Wir werden wahrscheinlich im Laufe der Zukunft mehr über sie erfahren. Das kann nur interessant werden, weil diese ganze Reinkarnationsgeschichte ja auf jeden Fall immer so ein Ding ist, was die Leser oder die Zuschauer bei Laune hält, weil es einfach eine Frage ist, die beantwortet werden muss. Ein weiterer wichtiger Punkt der letzten Kapitel ist die Vergangenheit von Ai. Denn obwohl sie am Anfang direkt stirbt, ist sie immer noch eine der bestgeschriebensten Charaktere mit in dieser Serie. Sie ist tot, aber trotzdem wird sie weiter erzählt. Ich finde, Oshinoko macht das unglaublich gut, dass sie zeigen können, wie vielschichtig ihre Charaktere sein können und dass man eigentlich gerade am Anfang absolut gar keinen Plan hat, was Ai eigentlich für ein Mensch ist. Dementsprechend haben wir hier einen Einblick, einen weiteren Einblick in ihre Backstory, in ihre Vergangenheit, wie sie groß geworden ist und lernen ihre Mutter kennen. Und wenn man schon gedacht hat, dass Rubys damalige richtige Mutter schon eine absolute komische war, dann hat man hier auf jeden Fall auch nochmal seinen Peak erreicht, ja, weil die Mutter von Ai ist definitiv auch nochmal, ja, einen drüber, das kannst du dir nicht ausdenken. Die war am Ende wirklich so weit, dass sie auf ihre minderjährige Tochter eifersüchtig war und dass die Partner, die sie hatte, eher auf das kleine Kind Ai standen, als auf ihre Partnerin, in dem Fall die Mutter selber. Das kannst du dir nicht ausdenken. Sie also total eifersüchtig, kein Bock mehr auf ihre Tochter, weg mit der. Das ist quasi die Story. Es gibt noch ein paar Novel-Sachen, so wie ich gehört habe, dass sie ihre Tochter auch dazu verdonnert hat, quasi in ihren Reis Glasscherben unterzujubeln, damit sie die frisst und daran, keine Ahnung, bestenfalls verreckt, so mäßig. Also sehr kranker Scheiß, was eine Mutter eigentlich ihrer Tochter nicht antun sollte, würde ich mal behaupten. Dieses finale Filmprojekt soll ja nochmal verdeutlichen und zeigen, wie Ais wahre Gefühle damals ausgesehen haben. Man redet ja in Oshinoko die ganze Zeit davon, die wirkliche Ai darzustellen. Und mit diesem Film versucht Aqua eben, die wahren Gefühle einfangen zu können, indem er das Alte neu darstellt, indem Ruby auch ihre Mutter verkörpern kann. Diese Frau hier ist ein damaliges Mitglied von Bikumachi, Nino. Kana verkörpert sie jetzt oder soll sie jetzt verkörpern. Und sie ist angeheuert worden, so wie man das hier lesen und sehen kann, von Hikaru Kamiki, also dem Vater von Aqua und Ruby. Er hat sie anscheinend dort einschleusen können und sie sorgt dafür, dass die Produktion eben nicht weiter vorangeht. Dass Ruby an ihrem Selbstwert, an ihrem Selbstbewusstsein nicht weiter festhalten kann, da sie sagt, ey, du bist überhaupt nicht wie deine Mutter. Du kannst nicht wie Ai sein. Das würde Ai niemals sagen. Dementsprechend macht sie das gesamte Gerüst, was die sich dort aufbauen, kaputt und zunichte. Das ist natürlich ziemlich mies und das ist natürlich wieder alles sehr, sehr verstrickt und geplant vom Vater von Aqua und Ruby. Das war's aber natürlich noch nicht. Es geht noch weiter und das finde ich sehr gut geschrieben, weil das ein hervorragender Callback an die damalige Zeit ist und hier jetzt wieder gut in die Fußstapfen treten kann. Was ich damit meine, ist Folgendes. Nino, also die damalige Kollegin von Ai, hat sie nicht leiden können. Die mochte sie nicht. Am Anfang waren das Freundinnen, aber im Laufe der Zeit war sie neidisch auf sie, weil sie nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen hat wie Ai eben und dementsprechend ist aus der Freundschaft Hass geworden. Zumindest von ihrer Seite aus. Ai hingegen hat ja immer ein Lächeln aufgetragen. Jetzt wird das Ganze in die gleiche Richtung gelenkt, indem Kana quasi sagt, okay, damit Ruby auf den gleichen Nenner kommen kann,
quasi Ei zu verkörpern, muss ich genau in die gleiche Perspektive schlüpfen wie Nino damals, weil sie ja in der gleichen Rolle auch wirklich steckt, ohne jetzt die schauspielerische Rolle in den Vordergrund zu packen, weil sie ja nie das Rampenlicht bekommt, was sie gerne hätte. Es geht ja bei Kana immer darum, hey, ich tue mein Bestes, andere bekommen immer mehr Spotlight, bla bla bla, so dieses ganze Thema. Deswegen kann sie sich perfekt in Nino hineinversetzen und auch wenn Kana natürlich kein böser Charakter ist, hat sie die schlimmste Aufgabe im gesamten Manga, denn sie muss quasi die schlimmste Rolle spielen, die sie jemals spielen musste. Das ist sehr gut geschrieben, das ist ein hervorragender Callback zur damaligen Zeit mit Ai und Bikomachi. Dementsprechend geht natürlich auch die Freundschaft hier kaputt, beziehungsweise sieht das erstmal so danach aus. Wird wahrscheinlich eh nicht so sein, weil die sich am Ende eh wieder zusammenraffen werden, so mäßig. Also, das fand ich auch sehr, sehr stark, die letzten Chapter. Das aktuellste Kapitel endet auch damit, dass die beiden eine Filmszene drehen für das Projekt und diese Szene eskaliert und dann die wahren Gefühle mit den Gefühlen, die wahrscheinlich Ai damals auch in Wirklichkeit hatte, aber niemandem zeigen konnte, jetzt so vermischt werden. Und das ist das Ende vom aktuellsten Chapter. Das ist also der aktuellste Stand von Oshinoko. Ich sag euch ganz ehrlich, über das letzte Jahr hinweg habe ich sehr Gefallen an diesem Manga gefunden. Ich finde, Oshinoko ist mit das Beste, was wir aktuell in der Neuzeit von neuen Werken so kriegen konnten. Das ist etwas, was auf den ersten Blick vielleicht nicht für jeden was ist, ziemlich langweilig wirkt, aber realistischer ist als fast alles, was du so lesen kannst. Das ist auf jeden Fall wirklich sehr empfehlenswert, sehr, sehr krass. Gebt dem eine Chance. Wenn ihr den Manga noch nicht gelesen habt, tut das auf jeden Fall. Der ist absolute Spitze. Und ich sag euch ehrlich, ja, ohne Spaß jetzt, Aqua ist ein Motherfucker an Main Character. Der Typ ist absolute Spitzenklasse. Mein Nummer 1 Grund, diesen Manga zu lesen, ist 100% Aqua. Für mich der Neuzeit Lelouch vielleicht. Light Yagami eher nicht, aber vom Vorgehen her vielleicht, von der manipulativen Art, vielleicht schon so die Richtung, aber halt vom Charakter menschlich gesehen kompletter Unterschied. Aber man kann schon verstehen, warum da die Vergleiche gezogen wurden am Anfang, finde ich auch jetzt noch sehr interessant. Aber auch nicht nur Aqua. Aqua ist zwar der Hauptgrund, warum ich den Manga lese und was mich am allermeisten interessiert, was meine Priorität bei Oshinoko ist, aber ich würde sagen, dass auch die anderen Charaktere mittlerweile mich dazu gebracht haben, sie zu mögen. Selbst eine Kana, die ich mittlerweile echt unsympathisch finde, finde ich gut geschrieben. Sie ist sehr vielschichtig geschrieben und nicht einfach nur eine Tsundere wie jede andere auch, die du in einem Anime finden kannst. Also, das ist schon sehr, sehr gut durchstrukturiert, vielschichtig as fuck. Gefällt mir bis zum geht nicht mehr. Also der Mangaka oder die Mangaka, ich weiß gerade gar nicht, macht einen verdammt guten Job. Kaguya-sama schon eingeschlagen wie sonst was. Und jetzt auch noch Oshinoko. Lustig, unterhaltsam, macht einfach nur Spaß. Mehr willst du als Leser auch einfach nicht erfahren. Also wirklich absolute Spitzenklasse. Oshinoko kriegt von mir den Daumen der Woche und ich hoffe, ich krieg den Daumen des Tages von euch. Dementsprechend lasst mir gerne eure Gedanken zu Oshinoko unten in den Kommentaren da. Und natürlich wie immer für den Support einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns damit beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein und ciao.